Fraktion abschalten sofort und der SAV. Ja. Alle Parteien reden jetzt über einen schnelleren Atomausstieg und es ist wahrscheinlich, dass einige der jetzt abgeschalteten AKW nach dem Moratorium nicht mehr angeschaltet werden. Ohne den Druck von der Straße, ohne Massendemonstrationen und Blockaden hätte sich nichts getan. Das war allein unser Werk. Trotzdem sind wir noch lange nicht beim Ziel angekommen. Der Abschaltung aller Atomkraftwerke. Deswegen müssen wir weiterkämpfen, weiterhin demonstrieren und über Pfingsten die AKW Biblis und Brockdorf blockieren. In Dortmund haben wir eine Initiative von Schülerinnen und Schülern gegründet. Wir nennen uns Jugendaktion Abschalten sofort. Seit März treffen wir uns wöchentlich und organisieren Protestaktionen an Schulen und in der Stadt. Gemeinsam haben wir uns dazu entschieden, am 13. Juli einen dortmundweiten Schulstreik gegen Atomkraft zu organisieren. So haben es bereits IG Metall-Mitglieder mit Streiks gegen den Schacht Konrad vorgemacht. Machen wir uns nichts vor. Bisher ist jede Bundesregierung von der Atomlobby gekauft worden. Ob SPD und Grüne oder CSU und CSU und FDP. Wenn wir das verhindern wollen, müssen wir die Energiekonzerne entmachten und in öffentliche Hand überführen. Aber am Beispiel der staatlichen Konzerne Vattenfall und EnBW sieht man, dass das allein nicht ausreicht. Die Energieversorgung muss dezentral und demokratisch organisiert werden. Deswegen fordern wir als Schulstreikbündnis Dortmund auch die Verstaatlichung der Energiekonzerne unter demokratischer Kontrolle und Verwaltung von Beschäftigten und Umweltverbänden. Wir nehmen den Atomausstieg in die eigene Hand und werden weiterhin Widerstand gegen Schwarz-Gelb organisieren. Mit Demonstrationen, Blockaden und Schulstreik. Abschalten jetzt sofort! Wieder zu wenig auf der Bühne. Bernd, müsste sich umdrehen auf die Bühne begeben, bitte.